herzliches Hallo und damit willkommen zurück hier bei die Gilde 3. Liebe Freunde, wie ihr seht, wir sind an unserem Chateau der Hammerstein und mir ist gar nicht aufgefallen, wie viele Leute eigentlich hier drinne wohnen. Und zwar Tatsache 1, 2, 3, 4, 5 Kinder, ist das richtig? Ja, nee, stimmt nicht. 4 Kinder, 2 Ehefrauen unserer Söhne, wir selbst und unsere Söhne. Also, das ist meine Familienbutze, Leute. Wie man es lange nicht gesehen hat. So sieht's aus. So, wir sind auf Zeitlupe unterwegs. Und wir haben der Randolph, der ist bereits hier im Haus drin. Und mit dem habe ich natürlich ein bisschen was vor. Der darf durchaus seine Tätigkeit nachkommen. Und zwar hier entsprechend, wo ist er denn, Randolph? Klack. Käsetoast? So, genau. Alle drei und auch die anderen hier sehen zu, dass wir hier Einfluss generieren. Und wir sind gar nicht mehr weit weg von unserem Einfluss, dass wir hier auf die nächste Stufe kommen, die da lautet Freiherr, liebe Leute. Freiherr, das ist es. Das bringt uns, wie ja schon die ganze Zeit über gesagt, natürlich auch 2 Betriebe mehr. Da werden wir uns dann überlegen, was für Betriebe und was möchte ich auch machen? Ganz klar, ich möchte hier in die nächste Stufe der Alchemie vorrücken. Apotheker 4 ist nicht drin, da müssten wir Baron sein. Das wäre dann die nächste Stufe und ja, das ist natürlich auch eine Hausnummer hier. So, nichtsdestotrotz haben wir noch eine weitere Sache und ich gehe hier wieder auf die Normalgeschwindigkeit. Randolph begibt sich hier jetzt unter die Leute. Und zwar haben wir in genau 5 Stunden die Amtswahl zu unseren Ämtern. So, da schauen wir nochmal schnell rein. Wenn ich das richtig sehe, dann haben wir hier in Hamburg einmal, wo haben wir es? Stadtdiener, also einer dieser beiden hier müsste, steht jetzt die Bewerbung gar nicht aus, ne? Das heißt, okay, also das ist Ratsbüttel, Torwächter. 2 Uhr morgens, alles in Ordnung. Okay, zum Torwächter, genau. Dann haben wir hier zum Informanten für Randolph und für unseren Theodor. Dem Kopf der ganzen Bande. Um Gottes Willen. Zum Stadtdiener, ne? Oh, Abstimmung über einen Antrag zur Änderung der Stadtgesetze. Stimmberechtigt. Da wollen wir doch mal gucken. Was haben wir denn? Also, Abstimmung. Ratsinformant sagt nein. Informant sagt das ist interessant. Wir können hier jetzt, das ist interessant, Leute. Wir können hier jetzt, Tatsache, ich werde dann nochmal auf Zeitlupe gehen, weil das ist echt interessant. Also die Abstimmung müssen wir natürlich nicht um 16 Uhr vor Ort sein. Wir können quasi per Briefwahl entscheiden, wenn man so will. Und es steht quasi unentschieden. Also wenn ich hier, wir können in allen Bereichen haben wir die entscheidende Stimme. Und wir können, jetzt festlegen, was denn alles legal oder illegal ist. So, Lähmungsgift, den Zeche aufhetzen, ist illegal. Gebühr Gebäude ausspülen, ist illegal. Kontrabande ist auch illegal. Wenn ich jetzt wüsste, was das alles bedeutet. Aber, folgendes. Rum können wir schmuggeln. Sollten wir jemals in diese Richtung gehen, rum können wir schmuggeln. Aber es ist für uns erstmal völlig uninteressant. Ich möchte allerdings, dass das legal wird. Und alles andere finde ich gut. Alles andere soll bitte illegal bleiben. Ja. Eure Amtsperson muss am 6. um 16 Uhr an der Amtssitzung im Rathaus in Hamburg teilnehmen, damit die Stimme zählt. Für das Versäumnis der Sitzung wird eine Strafe von 300 fällig sein. Ich denke, dass er automatisch dahin gehen wird. Wir werden das mal beobachten. Als allererstes haben wir erstmal unsere Amtswahl. Von daher, die Vorauswahl lasse ich so, wie sie jetzt ist. Ich glaube, das ist eine ganz coole Sache. Und was richtig cool ist, dass wir halt wirklich das Zündlein an der Waage sind. Richtig schön. Gefällt mir. Sehr, sehr gut. Ansonsten heißt es jetzt erst einmal, Tatsache, einfach warten. Noch ein bisschen Geld generieren und natürlich auch Einfluss generieren. Von daher werden wir das einfach mal ein bisschen voranschreiten lassen. 3 Uhr morgens und ja. Alles in Ordnung. Alles in kräftiger Butter. So gefällt mir das. So gefällt uns das. Und was können wir noch machen? Gebäudezustand. Ach so, stimmt. Hier war irgendwas ist hier.
Was passiert denn jetzt? Na, ich glaube, das lassen wir mal. Das reparieren wir doch gleich mal, oder? Ja, das ist, stimmt, das ist angegriffen worden. Richtig, ich erinnere mich. Aber wie lange hält dieser Effekt an? Geschwächt, nein. Ihr habt die Aufmerksamkeit einer Gilde erregt. Oha, okay. Vergiftet, ach so, okay. Das ist noch 20 Sekunden vergiftet quasi und pro Sekunde gibt das 0,5. Also ja, das Gebäude leidet darunter. Ihr werdet von einer Gilde eingeladen. Okay, lass uns da nochmal gucken, welche das denn sein könnte. Gilde der Kaufleute, Leute. Gilde der Kaufleute, Leute. Bonus beim Falsch und profitable Handelsreisen. Nichts, was uns Tatsache im Moment echt interessiert. Gilde der Handwerker ist genauso wenig und Freimaurer ist immer noch besser hier. Gebäudeschutz, Brandschutz, das hat uns vielleicht auch ein bisschen und minus 25% Gebäudeverfall. Ich bleibe dabei, wir bleiben in dieser Gilde, die sieht für uns erstmal, ist das das Beste. Genau. So, jetzt müsste dieser Gebäudezustand sich eigentlich aufgehoben haben. Die ja. Diebesgilde verbreitet Gerüchte. Okay, 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 das gucken wir uns natürlich auch nochmal an. Was macht denn die Diebesgilde jetzt? Ein Ritterturnier findet in der Nähe statt. Es herrscht gewisse Unruhe in der zivilisierten Gesellschaft und so weiter. Eines der selben. Okay, alles klar. So, ich möchte nochmal auf einen Kommentar eingehen. Wie gesagt, ich bin immer froh, wenn ihr Kommentare schreibt und die will ich nach Möglichkeit irgendwie umsetzen. Ich gucke hier mal meinen Zettel. Joffy Real Life, erstmal danke für deinen Kommentar. Habe ich, glaube ich, unter dem Video, wo du gepostet hast, habe ich das auch nochmal kommentiert. Und zwar war da die Anmerkung, ob es nicht Sinn macht, doch kürzere Videos zu machen, dafür aber die halt runterzuschneiden. Habe ich da auch schon gesagt, ich bin eher so derjenige, der sagt, ich möchte ganz gern rohes Gameplay zeigen. Also für die Leute, die gerne rohes Gameplay sehen möchten, für die möchte ich das zeigen. Allerdings bin ich natürlich auch offen für neue Sachen. Und sollte es mal so sein, dass wir auf eine Durststrecke gelangen. Ein Krieg steht bevor. Ja, sollte es also sein, dass wir auf eine Durststrecke gelangen. Und wir, sagen wir mal zum Beispiel, wir sehen zu, dass wir jetzt Freiherr werden. Ja, und wir bauen unsere Betriebe auf, das sind alle Sachen, die ihr mit Sicherheit sehen wollt. Und dann kann es durchaus ja auch sein, dass mal eine ganze Zeit überhaupt nichts passiert und wir eigentlich nur darauf warten, dass Geld reinkommt und Einfluss sich steigert. Dann denke ich, ja, macht das durchaus Sinn, was du gesagt hast, da einfach einen Cut reinzusetzen. Denn solange tatsächlich nichts Interessantes passiert, macht das keinen Sinn. Ja, einfach zu warten. Es sei denn, ich habe was Interessantes zu erzählen. Das kann natürlich auch mal sein. Aber ja, ich nehme das auf. Ein netter Hinweis. Danke dafür natürlich. Und ja, da werden wir dann mal gucken, dass wir das vielleicht auch in den nächsten Folgen einfach mal fortsetzen. Genauso sieht's aus. So, 70.000 auf der hohen Kante. Wir sind 2.500. Das ist nicht mehr lange hin. Aber es ist auch nicht mehr lange hin, bis wir zur Amtswahl ran müssen. Und jetzt ist die Frage, kann ich hier nicht über einen... Ich kann hier gerade unmöglich weg. Okay, aber du müsstest ja eigentlich... Du müsstest ja eigentlich... Am Amtshaus, im Rathaus, müsstest du doch eigentlich drin sein, oder? Kann ich da nicht rein? Kann ich das Gebäude nicht... Ich muss das Gebäude betreten können, oder? Gebäude einsehen. Ah, ja. Tatsache. Okay. Aber hier ist noch nichts los anscheinend. Und das scheint das Zimmer der Wache zu sein. Das scheint das Zimmer der Stadtdiener zu sein. Ich habe keine Ahnung. Aber wir warten jetzt einfach mal. Oh, was sind die geworden? Ja, kann man nicht sehen, ne? Macht ja dann auch keinen Sinn. Macht ja dann so erstmal auch keinen Sinn. Wo war es denn? Hier ist das Rathaus. Doppelklick wäre toll gewesen. Stufenaufstieg bei einem Familien. Ich will nicht mit euch gesehen werden. So, ich bin gespannt. Wir waren jetzt einfach mal hier drin. Ich möchte einfach mal sehen, ob unsere Charaktere hier dann auch rechtzeitig quasi ankommen.
So, fürstliche Depesche. Wenn er jetzt hier dran hört, fürstliche Depesche, auf der Name der Familie verzeichnet war, fiel jedoch nicht auf diese Täuschung herein. Genau so sieht's aus, ja. Ihr könnt es probieren, aber also natürlich jetzt, ich klicke das jetzt nicht an, Leute. Der konnte halt einfach seine Tour nicht beenden. Warum? Frage ich mich natürlich. Genau. Eure Kandidatur war erfolgreich. Okay, also passiert nichts. Also ich habe Tatsache gedacht, dass die hier reinkommen, abstimmen und das war's. Ja. So, Amt ist unbesetzt. Eure Kandidatur war erfolgreich. Was? Moment, war Wolfram denn Tatsache hier schon drinne? Das ist interessant, das ist sehr interessant, Tatsache, aber der gute Papa, der hat es noch nicht geschafft. Wie sieht's aus? Wann können wir uns denn nächste Wahl 14:27 Bewerbung möglich um 13:55. Das ist sehr, sehr gut. Was haben wir denn da? Rangpunkte, Amtseinkommen 750 und 125 pro Runde. Das bedeutet 250 pro Runde, weil wir ja den anderen auch in der gleichen Position haben, nämlich wenn hier. Jetzt nicht, bitte. Lass uns da nochmal drüber. Genau, sieht das aus. Und natürlich ein bisschen Geld, wobei Geld jetzt nicht so dramatisch ist. Amtszeit 4 Runden. Und dann müsste es weitergehen, ne? Okay. Was habe ich vor? Wachhauptmann, Kerkermeister. Also man könnte jetzt... Ich könnte mich jetzt quasi auch hier drauf bewerben, glaube ich, ne? Ja, theoretisch wäre das möglich. Amtsstufe 4. Patrizia. Aber Bewerbung möglich... 14:26 um 23:12 Uhr. Jetzt lass uns mal taktisch überlegen. Ich bleib noch mal ein bisschen in der Zeitlupe. Das ist jetzt, wird doch schon wieder eine politische Geschichte hier. Ich bin mir nicht sicher, ob wir... Lass uns mal ganz kurz überlegen. Also wir haben jetzt diese Position inne, womit wir ein bisschen Amtseinkommen bekommen. Okay, das ist in Ordnung. Hör doch mal auf, mich immer anzuklicken. Und... Kann ich jetzt hier eigentlich irgendwas Politisches machen? Ich könnte die Bücher prüfen. Euer Amt ermöglicht es euch, den Betrieb eines eurer Kurien eine Zeit lang zu schließen, um ihnen eine Bücherprüfung zu unterziehen. Aber seid gewarnt, wenn dieser Vorgang wird eure Konkurrenz schmerzen und er wird sicher eine Antwort vorbereiten. Würde uns listig, egoistisch und aggressiv machen und Beweise fälschen. Ach du ahnst es nicht. Oha. Kostet aber 100 Einfluss. Interessant auf jeden Fall. Interessant. So, was könnten wir als... Das wäre jetzt als Ratsinformant. Ist das richtig? Ja, genau richtig. Also über diesen Reiter können wir die politisch Anteil zur Änderung der Stadtgesetze. Klasse, endlich wieder was zu tun. Achso, ist es schon mal... Ich wollte es einfach nur mal ausprobieren, aber anscheinend funktioniert das so. Okay, nichtsdestotrotz wollen wir... Also die sind ja hier schon, hart unterwegs, die Burschen. Das bedeutet... Das bedeutet das hier... Ich will es nochmal kurz Wachhauptmann, genau. Und das hier, Wachhauptmann. Also, diese beiden Stränge werden von dieser Zunft quasi, wenn man das so nennen möchte, quasi gewählt. Das bedeutet, es wäre sinnvoll, beide hier reinzubekommen. Dann könnte man theoretisch den unteren Bereich komplett kontrollieren, wer da rein und raus marschiert.
Das wäre schon nice. Und wir können uns theoretisch sogar schon hierauf bewerben. Das sind halt 175, ne? Und wir können das nur jetzt tun. Aber wenn wir mit einem da reinkommen, nee, das wird nur vom Bürgermeister gemacht. Also die Besetzung dieses Amtes wird von denen hier korrespondiert, korreladiert, wie auch immer man das nennen würde. Also bestimmt quasi. Die haben die Entscheidungsgewalt, wer diesen Platz hier quasi einnimmt. Genau, und irgendjemand wird sich von denen wahrscheinlich darauf bewerben. Das wäre natürlich richtig übel. Die sind nicht so gut zu uns gestellt hier, die lieben Leute. Das kann schwierig werden. Und ich überlege gerade, ob wir trotzdem versuchen, mit einem da reinzukommen. Solange das hier noch nicht besetzt ist. Und die nächste Bewerbung wäre ein Jahr später. Wisst ihr was? Ich glaube, wir machen das. Ich glaube, wir machen das. Und wir werden uns als Randolph hierauf bewerben. Randolph, bitte. Hier bin ich. Bestätigen. So, da habe ich mich schon mal drauf beworben. Das ist schon mal ein Bewerber. Und rein theoretisch könnte dieses Amt, jetzt wird es interessant, also wenn ich das richtig verstanden habe, in diese Ebene können nur Leute kommen, die diese Ebene haben. Und da hier keiner ist, ist der einzige Bewerber, Randolph, müsste also sein, dass das eine sichere Wahl ist. Das heißt, wir bräuchten erstmal gar keinen bestechen. Genau, und wenn der da drin ist, dann könnten wir als Torwächter quasi den eigenen Vater noch mit reinholen. Und wir könnten uns als Wolfram auch 14, 27 und 16. Genau, das könnten wir tun. Das machen wir auch, Leute. Das ist. Nee, das machen wir nicht, oder? Wir warten erstmal die sichere Wahl ab. Dann müssten wir denen nachziehen. Und hoffen, dass die uns hier oben wohlgesonnen sind. Und das wäre so schön, wenn wir uns jetzt leichter drauf bewerben. Denn die könnten, diese hier könnten nur über uns quasi entscheiden. Also, wem auch immer, über uns generell. Also wir müssten beide reingelangen. Das wäre sowas von cool. Wir hätten Kontrolle über die untere Kammer. Das wäre der Hammer. Aber das wird nicht stattfinden. Wir warten erstmal ab, was aus Wolfram passiert. Jetzt haben wir natürlich zu wenig. Wir warten nochmal, bis wir den Einfluss wieder auf die richtige Stufe haben. Hier bin ich. Ihr. Hm? Und, wieso? Ich eile. Dann geh du mal nach Hause, ne? Geh nur mal nach Hause. So, Amt ist unbesetzt. Es sind alle, ziemlich viele Ämter unbesetzt, ne? Ziemlich viele Ämter unbesetzt. Okay. Jetzt werden wir angesprochen. Wir waren die gebraucht. Wir sind die Seelen dieser Stadt. Ah, guck mal an. Hat sich das jetzt verbessert? Oder verschlechtert? Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Ich weiß es gerade nicht. Wir warten mal, bis Randolph wieder zurückgelaufen ist. So, dann werden wir uns natürlich irgendwann auch nochmal den Thema annehmen, die Leute aufzuwerten. Das ist auch ganz klar. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte mich verdrehen hier. Das macht ja sonst auch keinen Sinn, ne? So, Randolph. Nein, Randolph ist es nicht. Wo ist er denn, Randolph? So, wird erledigt. Nichts, das ist nicht gut. Du solltest etwas tun. So, es ist soweit, Leute. Wir können loslegen. Wir können uns die nächste Stufe kaufen.
Das machen wir jetzt auch. Und die nächste Stufe an der Stelle ist blöd zum Glück. Bin ich denn hier schon wieder drin? Leute, bin ich denn hier schon wieder drin? Wir müssen hier hin und da ist es. Wir beanspruchen den Titel des Freiherren. Sehr schön. Wir können jetzt eine... was können wir machen? Gratulation. Eurem unermüdlichen Streben nach Reichtum und Einfluss ist es zu verdanken, dass ihr ab sofort den folgenden Titel führen dürft. Freiherr. Ja, sehr schön. Wir sind soweit frei hier. Jetzt geht's los. So, theoretisch. Nur theoretisch können wir jetzt Landesherr werden. Gehe ich gleich drauf ein. So, wir haben 35.000 Taler. Das ist ja gut. Wir sind ja so eine Zeitlupe. Das macht Sinn an der Stelle. Denn ich will noch mal eins machen. Wir gucken hier noch mal in unsere Betriebe rein. So, wir haben... Nee, das machen wir, machen wir es nicht. Wir gehen hier rein. Gebäude. Genau. So. Und machen uns Klimbeweg. Wir können also jetzt zwei weitere Betriebe aufbauen. Ich bin dafür. Wir haben in Hamburg eine Apotheke. Wir haben in Lübeck eine Apotheke. Wir haben nochmal in Hamburg eine Apotheke. Dann haben wir eine... Es heißt zum Apotheker, aber es ist ein Laboratorium in Hamburg, in Lübeck und in Kiel. Und die lassen wir mal außen vor hier. Das bleibt so, wie es ist. Die nehmen weiter Geld ein. Das ist in Ordnung für uns. Das ist gut für uns, so ein bisschen Grundsubstanz zu haben. Weil das Stufe 3 sind. Also ich kriege jetzt folgenden Ansatz. Höhere Stufe, bessere Waren, besserer Umsatz. Und von daher würde es keinen Sinn machen, einen der Betriebe, die wir jetzt bauen können, also wir können jetzt zwei weitere Betriebe bauen, als Laboratorium anzusetzen. Denn die sind nur Stufe 2. Und solange wir nicht die 15.000 investiert haben, das aufzuwerten, und dann müssen wir erst nochmal alle Betriebe aufwerten, würde das erstmal nichts bringen. Meiner Meinung nach. Falls ich da falsch liege, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Aber wir werden das jetzt folgendermaßen machen. Und zwar haben wir zwei schon in Hamburg, einen in Lübeck. Das bedeutet, ich möchte ganz gerne noch eins in Lübeck aufmachen und eins in Kiel. Also zweimal die Apotheke in Lübeck und in Kiel. Und da gehen wir jetzt hin. Hier ist die Apotheke und wir bauen hier eine weitere Apotheke. Am besten hier, wo gleich der Schrott liegt. Vielleicht hilft uns das dann ja an der Stelle. So, eine Statue auf 10.000. Produktivität 100% und ein Gebäudeschutz. Was bedeutet 100% Produktivität? Dass wir automatisch auf 100% Produktivität kommen oder nochmal 100% obendrauf? Mal sehen, wie viel Kohle übrig bleibt. Vielleicht bauen wir das in Hamburg. Mal, wir werden das ausprobieren. So. Was haben wir denn? So, Apotheke habe ich gesagt. Na, hier nämlich die Apotheke der Stufe 3 kostet nämlich 10.000. Das heißt, wir können zwei davon bauen. 20.000 Investment. Und ja, da müssen wir die Leute dafür noch einstellen. So, dann nehmen wir mal die eine Apotheke. Fantastische Fiolen. Ich finde die Namen schon cool. 21 von 20. Ihr seid ja heiß. Aber geht. Geht. Also, es wird zwar limitiert auf 20, aber wenn ich 21 Buchstaben habe, passt. Passt, Leute. So, machen wir das hier. Dann haben wir im Hinterhof so einen Schrott liegen, ne? Finde ich jetzt auch nicht sonderlich geil. Aber man könnte da was hinbauen oder man könnte... Ich will nah am Marktplatz sein, so wie hier beispielsweise, ja. Komm. Wisst ihr was? Kooperationsvertrag hier, ja. Wir bauen das hier hin. So. Zack. Alles ist dann weg. Cool. Passt. Sehr schön. Dann haben wir hier die 10.000 investiert. Und dann möchte ich ganz gerne nochmal wieder auf die Gebäude zurück. Und irgendwo haben wir hier vergessene Formeln. Ich gehe jetzt nur darüber, weil wir hier noch nichts in Kiel liegen haben. Genau.
Zack. So, das ist das Laboratorium. Und auch hier möchte ich ganz gern eine Apotheke machen zum Kräutersohn statt Krötenstein. Nee. Was machen wir in der Apotheke? Oder? Zur Stadtapotheke. Warum denn noch nicht? Machen wir. Und hier sind wir auch ziemlich nah am Geschehen. Wenn wir das einfach hier hinsetzen. Zack. So. Sehr schön. Dann wird das gebaut. Ich freue mich. Zwei weitere Betriebe. Die werden wir ausbauen. Das werden wir so weit umsetzen, dass wir ausbauen. Und ich möchte Tatsache probieren, in Hamburg eine Statue aufzustellen. Nur um zu gucken, wie sich das entwickelt. Da habe ich Bock drauf. Genau. So, dann wollte ich eigentlich noch auf was ganz anderes eingehen. Aber wisst ihr was? Ich glaube, wir machen das einfach nächste Folge. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Ich hoffe, wir schaffen das. Amt ist unbesetzt. Immer noch unbesetzt. Ein Bewerber. Klar, wir sind die einzige Bewerber. Ist auch logisch. Ja. Ja, lassen wir. Alles gut. Alles gut. Wir haben jetzt auch nicht... Wir warten. Wir können hier auf 28 beispielsweise. Da könnten wir uns dann drauf bewerben, wenn hier einer von uns schon drin ist. Jetzt ist schon mal eine Stimme für uns an der Stelle. Und wenn wir den zweiten da reinkriegen, das wäre der Oberkracher. Das wäre der Oberkracher. Das ist die gleiche Konstellation wie hier. Die beiden können komplett durchgängig ihre Leute reinholen. Das Einzige, was mich wundert, das möchte ich mal sagen, das Einzige, was mich wundert, ist, dass die 5 drin haben können. Das ist das Einzige, was mich wundert. Wenn ich jetzt hier, ich gehe mal auf Bewerben. Okay, wir können das auch machen. Wir können das auch machen, aber sie sind halt nicht aktiv dann. Sie sind halt drin. Sind ein neues Gebäude, wurde errichtet. Herrlich, super. Okay, wir gehen nochmal auf 05. Wenn wir schon hier sind, gehen wir hier gleich rein. Und dann gehen wir auf Erweiterung und setzen natürlich hier die volle... die volle Arbeiterschaft setzen wir nicht ein. Das wäre vielleicht ein bisschen viel, aber hier nochmal ein Flurknecht dazu. Lagerfläche nochmal dazu. Produktivität nochmal gesteigert. Und jetzt müssen wir natürlich noch Arbeiter einstellen. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Hier nochmal ein Fuhrknecht. Zack. Dann hätten wir das. Ja. 4 und 6. Ja, das passt. Das ist okay. Bleiben wir erstmal bei. Und die andere Investition ist natürlich... Hier, da machen wir genau das gleiche Spiel. Erstmal das, dann das. Noch ein Fuhrknecht, nochmal die Lagererweiterung und die Produktivität nochmal gesteigert. Und dann geht das hier weiter. Und dann sind wir erstmal ausgebrannt. Will ich es mal so nennen. Fast ausgebrannt an der Stelle. Ja, ich würde sagen, wir lassen sie erstmal machen. Wir lassen sie erstmal machen, generieren nochmal ein bisschen Geld und ja, wenn wir wieder so 10.000 oder 12.000, 15.000 oder sowas haben, dann sehen wir zu, dass wir die nächsten da rein investieren. Ich denke, das ist eine ganz gute Taktik an der Stelle. Ich gehe mal hier auf ganz normal. Das, denke ich, läuft soweit. Und ja, ich würde sagen, liebe Leute, es war erfolgreich. Ja, wir sind Freiherr geworden, das ist das Erste. Wir haben 2 weitere Betriebe aufgebaut, was wollen wir mehr? Und wir haben sogar unsere Amtswahl erfolgreich bestritten. Also
in Anführungsstrichen erfolgreich bestritten. Das ist gut. Das ist gut. Tatsache. Ja. Also von daher bleibt mir nicht viel zu sagen. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen da, gerne auch ein Abo, wenn ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt. Und ganz wichtig, wenn ihr Bock habt, schreibt mir was in die Kommentare. Ich lese es mir gerne durch. Und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.